Hanne, können Sie mir bitte helfen? Ja, Moment. Finden Sie nichts? Ich habe eine Panne. Können Sie mir bitte helfen? Woran fehlt es denn? Wahrscheinlich der Motor. Na, schauen wir mal. Vielleicht ist der Tank leer. Ne? Starten Sie mal. Ja. Was machst du da? He? Bleibst du da drum? Bleibst du da? Hey! Mistkerl, du! Wahnsinnig. Er hat dich gesehen. Er wird dich beschreiben, du warst voll im Scheinwerfer. Scheiß Kerl, du. Nein. Nein. Nein, nein, tu das nicht. Tu das er hat dich nicht. Gesehen, er hat dich doch gesehen. Nein, 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 du. Du hast ihn erschossen, du. Du hast ihn erschossen, du hast ihn erschossen. Er ist doch tot. Er ist tot! Er ist tot! Du bist doch tot! Hau Hans! Pack wieder an, los! Aber ein richtiger Sportfischer, er legt seinen Ehrgeiz darin, jede Fliege selber zu machen. Er knüpft sie selber, er sucht sich also die Sachen aus. Entschuldigung, Herr Derek ans Telefon, bitte. Ja, Derek. Ja. Ja. Wo ist es? Wo ist der Tote? Er liegt da vorne neben dem LKW. Das ist die Chloroformbande. Aber es ist das erste Mal, dass er einen Toten auf dem Gewissen hat. Wir haben die Mordwaffe gefunden. Sie gehört dem Fahrer. Guten Abend, Frau Mattes. Guten Abend, Herr Deck. Guten Abend, Herr. Ja.
ist Heinz Schliemann, er war der Beifahrer. Die hat so gewunken mit der Taschenlampe, ne? War das ein blondes Mädchen? Ja, mit Locken bis da. Und eine Brille hat sie aufgehabt. Also eine Sonnenbrille, so eine große. Ja. Ich habe ja gemeint, die braucht Hilfe. Und sie hat gesagt, ich habe eine Panne. Was war denn das für ein Auto? Ein VW. Welche Farbe? Ah ja, das ging so schnell. Ja. Hell war grün. Aber naja, das weiß ich nicht so genau. Es dürfte sich um Chloroform handeln. Keine Schlüssel? Zündschlüssel. Oh, da habe ich noch gar nicht nachgesehen. Tatsächlich. Da steckt keiner. Vera? Seid ihr schon fertig? Was ist denn mit Horst? Kommt er mit? Er sagt, er kommt mit. Wie weit ist er denn? Ich sehe mal nach. Schlafen. Ich denke, du wirst mitgehen. Vielleicht bleibe ich doch lieber hier. Nein. Du hast mir doch gestern versprochen, dass du mitgehst. Und alle freuen sich. Los, auf jetzt. Wieso bist du eigentlich so müde? Geh unter die Dusche. Was ziehst du denn an? Smoking, dunkler Anzug. Ich leg dir alles raus. Smoking ist besser. Nicht zu glauben, wie er aussieht, wenn er sich mal richtig anzieht. Fall nicht aus der Rolle, es sind alles Geschäftsfreunde von mir. Ja, Papa, ich werde schon aufpassen. Die Damen erwarten, dass du mit ihnen tanzt. Ich weiß, es ist dir ein Gräuel, aber die Höflichkeit verlangt es. Bitte. In Ordnung, Papa. Nein, auf keinen Fall. Ich kann das nicht mitmachen. Das doch nicht. Nein, ich mache nicht mehr mit. Moment. Bitte, Vera, bitte. Ich mache mich da doch nicht mitschuldig. Gesehen. Es ist doch kein Grund, einen Menschen einfach... Nein! Weiß ich nicht. So, wenn man mich fragt, dann werde ich die Wahrheit sagen. Ich kann doch nicht anders. Ich stehe das nicht durch. Warum
Es ist nichts. Tut mir leid, Vera. Mit wem hast du denn telefoniert? Mit einem Mädchen? Ja. Schon vorbei, Vera. Schon vorbei. Genau. Dann Firma Brotweg in Mähren. Da waren die Überführungsstücke Rechenmaschinen. Nein. Und im dritten Fall ja, die Stirn war anders. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Kindlicher. Kindlicher? Was meinen Sie? Runder? Mhm. Kleiner? Nicht so hoch oder nicht so breit? Na, du hörst doch. Kindlicher. Wie macht man sowas? Das ist aus Paragraf 437 Absatz 12. So vielleicht. Es war schön, dass wir mal wieder als richtige Familie aufgetreten sind. Und wir haben Erfolg gehabt, du. Na, siehst du, was du für Chancen hast, wenn man sich nur ein bisschen normal benimmt, hä? Es war nett von Ihnen, Robert, dass Sie aufgeblieben sind. Sie können jetzt zu Bett gehen. Sehr wohl, gerne, Frau. Gute Nacht. Gute Nacht. Auch zufrieden, Papa? Naja, wenn du ein bisschen mehr getanzt hättest. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Schlaf gut, mein Junge. Auch noch einen? Ach, ja, bitte. Was ist? Was willst du? Bitte tu mir den Gefallen. Ich mach mir Sorgen, weil du geweint hast. Ach was? Ich hab dir gesagt, es ist vorbei. Willst du mir nicht erzählen? Nein! Komm, geh schlafen. Bitte geh jetzt. Ja, wir hören. Hier sind die Daten. Ernst Habinger, 53 Jahre. Besitzer der Firma Hala Instrumentenbau. 600 Angestellte. Umsatz ca. 46 Millionen D-Mark jährlich. Verheiratet seit 1952. Zwei Kinder. Vera, 20, studiert an der Kunstakademie. Horst, 18, humanistisches Gymnasium, 13. Klasse. Das ist alles, was wir in der kurzen Zeit erfahren konnten. Ja, richtig verstanden. Ende. 18 Jahre. Herr Habinger? Ja? Mein Name ist Derek. Wir sehen uns gleich. Ja, bitte. Bitte erzählen Sie weiter. Ich wollte gerade schlafen gehen. Da hörte ich den Schuss. Es hat sehr gehallt. Das sieht mir nicht nach einem Schuss aus einer Pistole aus. Wahrscheinlich aus einem Gewehr, Jagdgewehr oder sowas. Ich mache meinen Bericht inzwischen unten fertig. Danke, Doktor. Fotografiert das auch noch. Selbstverständlich. Stefan? Ja? Ich schau dir mal den Schlüssel an. Das ist doch die Nummer des LKWs von heute Abend. MSA 722. Wenn Sie von mir eine Erklärung wollen, ich habe keine. Nicht die geringste. Naja. Vera, weißt du nicht... Sie kann nichts sagen. Du siehst doch, sie kann nicht.
Der Arzt wird sich gleich um Ihre Tochter kümmern. Muss man heutzutage damit rechnen, erschossen zu werden, wenn man nachts aus dem Fenster sieht? Können wir irgendwo ungestört miteinander reden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß selten, wo sich mein Sohn aufgehalten hat. Wieso selten? Er sagt es mir nicht, unter anderem auch deswegen, weil ich ihn nicht danach gefragt habe. Also Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn, das... Es war nicht besonders gut in der letzten Zeit. Hm. Aber dass heutzutage Väter und Söhne Schwierigkeiten miteinander haben, ist wohl nichts Besonderes. Was waren denn das für Schwierigkeiten? Er hat sich nicht so verhalten, wie ich es gern gehabt hätte. Oh. Genauer? Haben Sie Kinder? Einen Sohn in diesem Alter? Nein. Wissen Sie, Väter haben es wahrscheinlich gern, wenn ihre Söhne genauso konventionell sind wie sie selber. Er war nicht konventionell. Nein, er war extrem anders. Er fühlte sich ständig in seinen persönlichen Rechten beeinträchtigt. Er ist in dem Alter, in dem sie ja nur Rechte haben und sie ständig verletzt sehen. Aber irgendwie habe ich es auch gebilligt, dass er so eigen war. Hat er eine Freundin? Was? Glaube nicht, sicher nicht. Eine Freundin? Ja, schon, natürlich, Klassenkameraden. Nee, ich meine einen speziellen Freund. Vielleicht weiß meine Frau da besser Bescheid oder meine Tochter. Aber mit nach Haus gebracht hat er eigentlich nie jemanden. So viel ich weiß jedenfalls. Kann man feststellen, wo er heute Abend war? Nein, wieso? Vor der Party, ich meine... Wo er heute Abend so gegen 19 Uhr gewesen ist, das wissen Sie nicht. Nein. Da weiß es Ihre Frau. Oder könnte Ihre Tochter etwas dazu sagen? Meine Frau sicher nicht. Vielleicht meine Tochter. Sie verstand sich besonders gut mit ihm. Hat Ihr Sohn ein Auto? Nein, ein Motorrad. Er ist ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ist er damit unterwegs gewesen heute? Wenn er unterwegs war, ist er mit dem Motorrad. Sag mal der Spurensicherung Bescheid. Mhm. Er war ganz vernarrt in das Ding. Nächtelang ist er damit unterwegs gewesen. Nächtelang, sagen Sie? Ja, er fuhr gerne nachts. Was verschweigen Sie mir? Er hatte diese Schlüssel in der Tasche. Was sind das für Schlüssel? Sie gehören zu einem LKW, der heute Abend gegen 7:30 überfallen wurde. Was? Einer der Fahrer wurde dabei erschossen. Mein Sohn überfällt keine Autos. Und er ist kein Mörder. Das habe ich auch nicht gesagt. Doch, Sie bringen die Fälle miteinander in Verbindung. Ja, allerdings. Ich glaube nicht, dass Ihr Sohn zufällig ermordet wurde, sondern dass es dafür ein handfestes Motiv gibt. Und dass diese Schlüssel aber eine wichtige Rolle spielt. Ach, den Schlüssel kann er gefunden haben. Oder ja, irgendjemand hat ihm den Schlüssel zugestellt. Ja, das ist alles möglich, ja. Was war das für eine Gesellschaft heute Abend? Geschäftsfreunde. Gute Bekannte. Ja, alles gute Bekannte, für die ich meine Hand ins Feuer lege. Ich weiß nicht, wie er an den Schlüssel gekommen ist. Aber das lässt sich doch sicher aufklären. Wir werden uns darum bemühen, ja. Mein Gott. Wir werden alles untersuchen, was im Leben Ihres Sohnes irgendwie von Bedeutung war. Seine Gewohnheiten, sein Umgang, seine Freunde, alles. Wir werden der kleinsten Kleinigkeit nachgehen. Sie könnten uns sehr helfen. Du hast es kurz vor 8 heimgekommen. Mit dem Motorrad? Nein. Wissen Sie das genau? Ja. Er kam zu Fuß durch den Garten von der Straße her. Ich habe ihn gesehen durchs Fenster von meinem Zimmer aus. Ich war gerade beim Umkleiden für die Party. Er wollte erst gar nicht mitgehen. Tat es dann aber doch. Aber er war irgendwie so merkwürdig nervös. Direkt verstört.
Und als ich ihn auf der Party einmal suchte, fand ich ihn im Arbeitszimmer des Hausherrn. Er telefonierte und war so aufgeregt, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Als ich ins Zimmer kam, unterbrach er sein Gespräch und schickte mich raus. Ich konnte ihn durch die Glastüre sehen, aber gehört habe ich nichts. Er beendete sein Gespräch, saß am Tisch, völlig zusammengebrochen und weinte. Gab er irgendeine Erklärung dafür? Ja, ich fragte ihn, ob es wegen eines Mädchens sei. Da sagte er ja, aber es ist schon vorbei. Als Sie ins Zimmer kamen, haben Sie gehört, was er sprach? Nein, nur ein paar Worte. Er könnte das nicht mitmachen, nicht so oder so ähnlich. Er war völlig verstört. Er zitterte am ganzen Leibe. Warum hast du mir denn nichts davon gesagt? Oder Papa? Ach, Mama. Guten Morgen. 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 Das sind Oberinspektor Derrick von der Mordkommission und Inspektor Klein. Klein. Die Herren werden ein paar Fragen an Sie richten. Ihr Klassenkamerad Horst Habinger ist heute Nacht erschossen worden, wie Sie wissen. Wie ist das passiert? Er war mit seinen Eltern und seiner Schwester auf einer Gesellschaft, Geschäftsfreunde seines Vaters. Die Familie Habinger kam in der Nacht so gegen 12:30 nach Hause. Man verabschiedete sich und ging schlafen. Horst Habinger ging auf sein Zimmer, öffnete das Fenster. Und in diesem Augenblick wurde er von der Straße oder vielleicht auch vom Garten aus erschossen. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Darf ich etwas fragen? Ja. Sie sagten, er ging ans Fenster. Warum ging er ans Fenster? Ja, das wissen wir nicht. Möglich. Vielleicht wollte er nur frische Luft. Warum fragen Sie? Vielleicht kannte er den Mörder. Vielleicht hat er sich mit ihm verabredet. Vielleicht. Wenn nicht, der Mörder konnte doch nicht damit rechnen, dass Horst das Fenster öffnen würde. Immer vorausgesetzt, der Mörder ist kein Verrückter, sondern ein Mann mit Motiv. Da haben Sie ganz recht. Es muss also ein Mann gewesen sein. Wieso denn ein Mann? Es könnte ja auch eine Frau gewesen sein, oder? Oder ein Junge. Oder ein Mädchen. Ja, ja, natürlich. Ich habe das nur so gemeint. Es muss also jemand unten gewartet haben, in der Hoffnung, zum Schuss kommen zu können. Genau so sieht's aus. Wer hat den Blumenstrauß besorgt? Ich. Für alle anderen. Sind Sie der Klassensprecher? Nein. Ich war sein Freund. Sein Bester. Hm. Sie haben ihn auch gut gekannt. Ja. Also, wir sind hier, weil wir wissen wollen, welchen Umgang und welche Freunde er hat. Hat irgendjemand von Ihnen eine Vermutung, womit sein Tod in Zusammenhang stehen könnte? Niemand? Sein bester Freund, sagten Sie. Ja, das war ich. Das heißt... Ja? Wir waren jahrelang die besten Freunde. Wir haben uns beide Motorräder gekauft, sind zusammen durch die Gegend gefahren. Wir haben die verrücktesten Sachen zusammen gemacht. Nur, wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich bis zuletzt sein bester Freund war oder eher der meine, dann muss ich überlegen. Weil Sie es ja sicher ganz genau wissen wollen. Richtig, ganz genau. Tja, also, in den letzten Monaten sind wir nicht mehr so oft zusammen gewesen. Warum nicht? Keine Ahnung. Er hat gesagt, er hat was anderes vor. Er hat nicht gesagt, was? Nein, kein Ton. Das muss Sie doch interessiert haben. Ja, ich habe gedacht, es steckt ein Mädchen dahinter. Ach, hätte er dann nicht darüber gesprochen? Nicht unbedingt. Haben Sie ihn mit einem Mädchen gesehen? Mit mehreren. Was war so sein Typ? Sein Typ? Hatte keinen besonderen Typ. Stand er auf blond? Ich weiß nicht, das kann ich nicht sagen.
Wie kommen Sie auf blond? Haben Sie dieses Mädchen schon mal gesehen? Das ist eine Phantomzeichnung, wie? Ja. Wen soll man denn da erkennen, mit der Beule? Ja, also unbekannt. Ja, völlig. Wer soll das sein? Mal zurück zu Horst Habinger. Er sagte also, ich habe keine Zeit mehr für dich. Ich habe was anderes vor. Und da gab keine Erklärung? Überhaupt keine. Unter so guten Freunden, also. Ich habe das auch nicht verstanden. Was nichts bedeutet, nichts ändert. Ich meine, wenn ich Ihnen helfen kann, den Mörder von Horst zu finden, so können Sie sicher sein, tue ich es. Herr Schech, was macht Ihr Vater? Er ist Arzt. Frauenarzt. Er hat seine Praxis am Maximilianplatz. Meine Eltern sind seit 2 Jahren geschieden und meine Mutter lebt in Amerika. Haben Sie ein Auto? Ja, einen gebrauchten VW. Was für eine Farbe? Zu grau. Und Sie haben ein Motorrad? Auch so eine große Maschine? Ja. Wir haben sie zur gleichen Zeit gekauft, wie gesagt. Das heißt, mein Vater hat sie mir geschenkt. Anstatt einer Urlaubsreise. Wir hatten schon eine dolle Zeit, der Horst und ich. Wissen Sie, dass wir manchmal nachts zum Bodensee gefahren sind, nur um eine Viertelstunde zu baden? Das ist verrückt. Es war absolut verrückt. Ich helfe Ihnen, seinen Mörder zu finden. Ich verspreche es Ihnen. Ja. Sie können sich auf mich verlassen. Ja. Ich finde ihn. Ich schwöre es Ihnen. Sehr gut, danke. Ich weiß doch, wo wir überall gewesen sind. Kenne die Lokale, die wir aufgesucht haben. Die Leute, die uns begegnet sind. Ich werde mich umhören. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Wo waren Sie gestern Abend? Na, sagen wir mal so zwischen 18 und 20 Uhr. Gestern Abend? Zwischen 18 und... Ja, wo war ich da? Ja, zu Hause. Natürlich, da war ich daheim. Gibt's da Zeugen? Nein, mein Vater kommt immer sehr spät aus der Praxis. Und wer versorgt Sie? Haushälterin oder ein Dienstmädchen? Ja, Frau Zich. Aber die wohnt nicht bei uns. Die kommt jeden Tag, außer am Wochenende, um 8 in der Früh und geht wieder um 5. 17 Uhr genau. Ist der Vater Jäger? Mein Vater? Ja. Nee. Ja, ich habe ihn sehr lieb gehabt, wenn es das ist, was Sie wissen wollen. Dann haben Sie ihn doch besser gekannt als alle anderen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sagte, dass ich ihn sehr, sehr mochte. Oh, wer Sie nicht? Ich weiß es nicht. Er hätte es mir nie gesagt, nie gezeigt. Ich denke, vielleicht konnte er es nicht zeigen, weil er war nicht der Typ dafür. Was war nun in den letzten Wochen und Monaten? Ich habe ihn kaum noch gesehen. Er sagte, er hätte zu tun. Ich dachte, er wollte mich nicht mehr sehen. Ich habe mich ihm nicht aufgedrängt. Ich hoffe. Wissen Sie, was er in dieser Zeit getan hat, mit wem er zusammen war? Hat er da Namen gesagt? Nein, nichts. Fräulein Tetzlaff, wo waren Sie gestern zwischen 18 und 20 Uhr? Im Kino, in der 6 Uhr Vorstellung. Allein? Nein. Mit Horst. In welchem Kino waren Sie denn? Im Isar-Palast. Wir haben uns den Roten Panther angesehen. Um 8:30 war ich wieder zu Hause. Und dafür haben Sie einen Zeugen? Ja, meine Mutter. Haben Sie ein Auto? Ja, einen alten VW. Was für eine Farbe hat der? Grau, hellgrau. Die Mutter hat Ihre Aussage bestätigt. Das war vorauszusehen. Was bestätigt deine Mutter nicht alles? Seit Wochen haben sie sich nicht mehr gesehen. Er wollte nichts mehr von ihr wissen. Aber an seinem Todestag, da waren sie miteinander im Kino. Das kann sein, das kann nicht sein. Ja, vielleicht wissen Sie, dass wir den Schlüssel in Habingers Tasche gefunden haben. Ja, woher sollten Sie? Wir haben es ja niemandem gesagt, außer... Eben, der Familie haben wir es gesagt. Also für 4:30 hat uns Dr. Höfner den Haussuchungsbefehl zugesagt. Wir könnten also um 5 Uhr da sein. Du lass uns noch warten damit. Bis morgen. Du bist der Boss. Er kann uns nicht mehr auskommen.
Klein? Wer? Alexander Schech. Ja, bitte? Horst hat in der letzten Zeit ein bestimmtes Lokal des Öfteren aufgesucht. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Unter einer Bedingung. Ich möchte gern dabei sein. Club Charlie. Gut, dann sagen wir um 9. Wir werden da sein. Wir können es nicht riskieren, dass es noch einen Toten gibt. Horst Habinger wurde erschossen, als er aussteigen wollte, als er sie hochgehen lassen wollte. Wenn die jetzt erfahren, dass bei Schech Haussuchung war, dann... Ja, dann lass ihn doch festnehmen. Du willst dich also heute Abend mit ihm in seinem Club treffen? Ja. Ja, was ist, wenn Sie uns dort mit ihm sehen? Ja, es ist ein Risiko, ich weiß. Wir dürfen ihn eben nicht mehr aus den Augen lassen. 4 LKW werden ausgeraubt. Ein Fahrer wird erschossen. Ein Junge wird erschossen. 18 Jahre alt. Ich will die Hintermänner, die Auftraggeber. Und die gibt's, verlass dich drauf. Einzelnen Pop-Opas prägende Musikweise. Herzlich von mir. Was trinken Sie denn? Whisky. Ist nicht der erste, was? Nee, der dritte oder vierte. Den Wagen lasse ich stehen. Ich denke, jetzt ist die Polizei bei dir. Werden die schon sicher zu Hause abliegen. Sagen Sie, das war die Stammkneipe vom Habinger. Ja. Ja, und wer wissen Sie es so genau? Also meinen Sie es? Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Ja, weil es so selbstverständlich war, dass es mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Naja, erst heute Nachmittag habe ich dran gedacht und da habe ich Sie auch gleich angerufen. Entschuldigen Sie. Was möchten Sie trinken? Vielleicht einen Cola mit Rum oder auch einen Whisky? Ich weiß ja nicht, was Sie für Vorschriften haben, was Sie dürfen und was nicht. Sie sind doch im Dienst. Ja, wir sind im Dienst. Ich trinke ein Bier. Du, Harry? Ich auch, ja. Moment. Sehen Sie den Typ da hinter der Bar? Den Barkeeper? Das ist Henry. Ihr kennt den Horst Habinger ganz genau. Ja, den holen wir doch am besten mal gleich hierher, nicht? Darf ich einen Vorschlag machen? Sie suchen den Mörder von Horst, weil Sie als Polizist dazu verpflichtet sind. Aber ich... Horst war mein bester Freund. Entschuldigen Sie, meine Freundschaft ist eine Sache, aber... Ihr Vorschlag. War er sofort tot? Horst? Ja. Was darf ich sagen, bitte? 2 Bier, bitte. Mein Vorschlag wäre, er war nicht sofort tot. Er hat nur ein paar Worte sagen können. Weiter? Sie sagen, er hat diese Bar erwähnt, den Namen Henry genannt. Er hätte noch mehr sagen wollen, aber... Dann ist er gestorben. Geben Sie auf, Schech. Wir gehen jetzt zusammen. Und dann erzählen Sie uns alles, von Anfang an. Aber ich will doch nur, dass Sie den Mörder von Horst finden. Bitte, Sie müssen mir vertrauen. Alles andere kommt, wie es kommt. Wenn Sie wissen, wer... Ich weiß nicht, wer geschossen hat. Ich würde es Ihnen sagen, wenn ich es wüsste. Aber ich werde Ihnen helfen. Wenn Sie mir helfen. Nur jetzt noch. Ich verspreche es. Ich laufe Ihnen nicht weg.
Das ist Henry. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe ihm erzählt, wer Sie sind. Sitzen. Erzählen Sie ihm mal, wie Horst umgebracht worden ist. Also gegen 12:30. Er kommt nach Hause, will schlafen gehen. Macht noch mal das Fenster auf. Drüben steht jemand, der nur auf den Moment gewartet hat. Und schießt ihn über eine Distanz von wie viel Metern? 10, 12. 10, 12 Meter über den Haufen. Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Es ist entsetzlich, wirklich. War er eigentlich sofort tot? Nein, er konnte noch etwas sagen. Er hat noch Ihren Namen gesagt. Meinen? Ja, Henry. Sie sind doch Henry. Welche Verbindung bestand zwischen Ihnen und Horst Habinger? Ja, das haben die mich auch schon gefragt. Ich sagte, das fragen Sie am besten Henry selber. Ich kannte Horst nur von hier, als Gast, sonst nicht. War er oft hier? Ziemlich oft. 3, 4 Mal in der Woche. Allein? Ja, allein. Traf er sich hier mit jemandem? Jemand bestimmt? Nicht, dass ich wüsste. Er war gut bekannt hier. Fast mit allen. Die kennen sich alle. Hat er sich mal mit einem Mädchen getroffen? Blond, lange Haare? Mit allen möglichen Mädchen. Hören Sie zu, ich kann Ihnen da nicht helfen. Tut mir leid. Entschuldigen Sie, kann ich wieder zu meiner Arbeit zurück? Ja, bitte. Wiedersehen. Sie müssen Henry. Ja? Sie müssen Henry beobachten. Ihre Vorschläge sind alle sehr gut. Horst war mein Freund. Mein Bester. Zahl mal alles zusammen. Dankeschön. Besten Dank. Ich komme schon allein zu euch. Ja, ja. Gehen Sie nur. Es tut mir leid, dass Sie Ihre Zeit hier... Papa, ist nichts passiert. Ich habe nur ein bisschen... Das den Herrn von der Kriminalpolizei. Was? Kriminalpolizei, um Gottes Willen. Hat er einen Unfall? Nein, nein, keine Sorge. Bitte. Danke. Entschuldige, Vater. Ich habe allen Grund, mich bei dir zu entschuldigen. Geh jetzt schlafen, Mann. Ich kann mal was trinken. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Herr, wo um Himmels Willen haben Sie denn aufgegabelt? Im Club Charlie. Sie kennen ihn, ja? Nein, wieso? Wieso nicht? Es hätte ja sein können, wenn Ihr Sohn da verkehrt. Nein, bedauere. Wir saßen nebeneinander zufällig. Na, kurz und gut, der Junge hatte einen zu viel und da haben wir ihn nach Hause gebracht. Polizei, dein Freund und Helfer. Tja, also herzlichen Dank. Bitte sehr. Wirklich? Also, ja, darf ich Ihnen was zu trinken? Nein, nein, entschuldigen Sie, ich bin auch gerade erst nach Hause. Wir müssen noch fahren, dann. Bitte. Danke. Er kommt über den Tod seines Freundes nicht hin. Ja, ja, sieht so aus. Obwohl, hatte die Freundschaft nicht einen Sprung? Wieso, bitte sehr? Sie haben sich in letzter Zeit ja kaum noch gesehen. Ein Mädchen kam dazwischen, ne? Nein. Nein, leider nicht, möchte ich fast sagen. Ja, ich hatte schon Angst, die beiden, Sie verstehen. Mhm. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Haben Sie einen Sohn? Nein, leider. Ich kann Ihnen sagen, verdammt heikle Sache, über sowas zu reden. Ich habe natürlich vorsichtig in dieser Richtung. Aber ich glaube, es war wirklich nur eine ganz normale Freundschaft. Etwas sehr intensiv, ja, aber normal, grundsätzlich. Bis zuletzt. Sie waren jeden Tag zusammen, unzertrennlich. Ist Alexander irgendwie... Ich meine, Sie waren doch nicht zufällig in dieser Bar. Entschuldigen Sie aber... Nein, Horst Habinger verkehrte viel in diesem Lokal. Wir müssen natürlich mit allen Leuten sprechen, mit denen er Kontakt hatte. Ja, mühsame Arbeit leider. Ja. Tja, hat mein Sohn irgendwas damit zu tun?
Er war sein bester Freund. Gleiche Klasse, gleiche Interessen. Motorräder. Herr Dr. Schech, wir mussten natürlich mit allen Mitschülern von Osthavinger sprechen. Von Ihrem Sohn wissen wir, wie Sie beide hier leben und... Ja, bitte. Wenn Ihr Sohn, nun sagen wir einmal, wenn er sehr spät nachts nach Hause käme, oder vielleicht eine Nacht gar nicht, würden Sie es merken? Sie meinen sofort? Ja. Ja, ich meine, ja, ganz einfach, würden Sie es merken, wenn Ihr Sohn mal abends nicht nach Hause kommt oder vielleicht noch mal wegfährt mit seinem Motorrad, mit seinem Auto? Sie werden das sicherlich nicht verstehen, aber nein, wahrscheinlich würde ich das nicht merken. Mein Sohn ist 19 Jahre, er ist volljährig. Seit einem Jahr ist er volljährig. Ich kontrolliere ihn nicht. Ja, das verstehe ich. Gute Nacht. Gute Nacht. Es war nett von Ihnen, dass Sie uns Ihre Zeit geopfert haben. Und ich danke Ihnen. Ich rufe Sie morgen früh an, gegen 10. Sehr gerne, darf ich? Gute Nacht. Gute Nacht. Wiedersehen. Es handelt sich um einen Frauenarzt. Ja, die Praxis ist von der Wohnung getrennt. Ja, das... Augenblick! Sie meinen, es wäre verhältnismäßig leicht für seinen Sohn an Chloroform ranzukommen, ist das richtig? Ja, natürlich. Danke, Doktor, danke. Nein, ich komme noch mal darauf zurück. Danke. Dr. Heitzer meint, an sich kann man Chloroform nicht ohne Rezept bekommen, aber wenn man die Leute kennt, zum Beispiel als Sohn eines Arztes, da wäre es möglich. Das passt ja alles zusammen. Henry Stolpe, dreimal vorbestraft wegen Hehlerei. Radioapparate, Tonbandgeräte, alles, was man bei Einbrüchen erbeuten kann, was sich leicht absitzen lässt. Und das alles hätte uns der junge Schech auch sagen können, wenn er es gewusst hätte. Aber warum hättest du uns auf Henry? Wo er doch ganz genau weiß, dass er sich damit selbst ausliefert. Er hat keine Zeit mehr. Er will der Mörder seines besten Freundes selbst. Will ihn selbst, ja. Will ihn kaputt machen. Geht er jedes Risiko ein. Gleich wer oder was dabei mit drauf geht. Und dafür will er uns benutzen. Nehmen Sie mich mit. Ich auch. Danke, danke. Sie wünschen? Verzeihen Sie, ich suche das Rechtsanwaltsbüro Dr. Schneider. Bin ich hier richtig? Nein, das ist ein Stock tiefer, direkt unter uns. Ah, danke, vielen Dank. Wiederschauen. So schnell wie möglich alle Details über den Mann und seine Firma. Alle Daten. Und beantrage beim Staatsanwalt einen Haussuchungsbefehl für seine Wohnung, seine Firma und sein Lager, wenn er eins hat. Was aber so gut wie sicher ist. Was ist mit der blonden Sekretärin? Ist sie's oder ist sie's nicht? Sie wirkte eher wie 30 als 18. Man müsste ihr mal eine Brille aufsetzen und eine Perücke mit langen blonden Haaren. Soll ich das veranlassen? Soll ich? Was? Nein, nein, nein. Dr. Höfner wird sich freuen. Ich brauche noch einen Haussuchungsbefehl. Schech? Ja? Ja, gerade gekommen. Wollen Sie ihn haben? Ja, ist gut, ich werde es ihm sagen. Ich muss allerdings dann auf einen Empfang. Ja, bitte.
Alexander? Oberinspektor Derrick hat angerufen. Er kommt gleich her. Du sollst nicht weggehen. Ja, ist gut. Ich bin auf meinem Zimmer. Sorgen, ich bin völlig klar. Na? Wie gefällt Ihnen meine Bude? Prima. Motorräder, wohin man sieht. Das ist meine Traumwelt. Sie werden lachen, ich hatte auch mal ein Motorrad. Sie? Ja. Ich? Entschuldigen Sie. Setzen Sie sich bitte. 1951. Eine 350er Imperia. Mit Knüppelschaltung war die noch. Ich habe sie gebraucht gekauft für 400 Mark. Verdammt viel Geld damals. Für mich sowieso. Ja, ich hab's dann abgestottert mit sage und schreibe 50 Mark monatlich. Sind Sie gern auf die Maschine gesessen? Ja, natürlich, sehr gern. Nur unsere Traumvorstellung damals, das war ein fahrbarer Untersatz mit 4 Rädern. Na, wissen Sie, nicht mehr unter der Autobahnbrücke stehen, wenn es regnet. Erst Jahre später konnte ich mir einen ersten Wagen leisten, VW, der war auch gebraucht. Mein Vater hat mir die Maschine geschenkt. Er hat sie sofort bar bezahlt, auf einen Rutsch. Einen Wagen hatte ich schon. Ja und? Freuen Sie sich doch darüber. Der eine Vater kann sich's leisten, der andere nicht. Ich sehe da keinen besonderen Verdienst drin. Für den Sohn? Ja. Aber es ist schön, wenn man so etwas hat. So einen Vater? So eine Maschine. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Im Dienst? Ja. Ja. Haben Sie eine Zigarette für mich? Ja, natürlich. Hier, bitte. Danke. Seitdem Horst tot ist, bin ich nicht mehr auf der Maschine gesessen. Erst 2 Tage. Dafür trinken Sie. Erst 2 Tage? Nicht 2 Jahre? Warum sind wir bloß so verrückt gewesen mit unseren Maschinen? Was war das? Ich denke jetzt dauernd darüber nach. Warum? Warum? Warum Sie das alles getan haben? Ja. Wir waren verrückt. Aber es war schön. Es war schön? Ja, es war schön. Es war einfach schön. Die Zeit mit Horst. Manchmal sind wir auch nachts gefahren. War Brigitte auch dabei? Manchmal, ja. Nicht immer. Bei den Motorradfahrten? Nein, nie. Nur bei den Autofahrten. Sie hat immer das getan, was Horst ihr gesagt hat. Aber die Motorradfahrten, die gehörten uns ganz allein.
Was haben wir bloß gesucht? Glück? Unser Glück im Risiko? Ja, das war es. Das Risiko. Das volle Risiko. Das Risiko. Bis zuletzt. Bis zu allerletzt, ja. Weshalb haben Sie mir vorgelogen, dass es mit Ihrer Freundschaft in der letzten Zeit nicht mehr so gestimmt hat? Notwehr. Wir wissen jetzt, was Henry für eine Rolle spielt. Sie haben uns den Tipp gegeben. Wer steht hinter Henry? Das ist wichtig. Nur das. Sagt Ihnen der Name Lagetta etwas? Lagetta? Import, Export, Industriegüter. Lagetta, Lagetta. Der Mann hinter Henry, Lagetta. Sagt Ihnen der Name nichts? Bis vor wenigen Sekunden gar nichts. Jetzt sehr viel. Hat er ihn erschossen? Nicht nur Horst Habinger ist erschossen worden, ihr bester Freund, da ist noch ein zweiter Mann, der ermordet wurde. Heinz Schliemann, LKW-Fahrer, Vater von zwei Kindern. Ich suche nicht nur den Mörder von Horst Habinger. Ich suche auch den Mörder von Heinz Schliemann. Schliemann? Wer ist es? Wer? Ich habe ihn nicht gekannt. Aber Horst. Horst habe ich sehr gemocht. Kommen Sie mit hinauf jetzt. Sie haben bei uns Haussuchung gemacht. Sie haben Heinz Schliemann erschossen. Ich verhafte Sie wegen Mordes. Was heißt das? Sie... Was soll das heißen? Alexander, würden Sie mir jetzt vielleicht erklären, Nein, nicht jetzt. Kommen Sie morgen früh in mein Büro. 9 Uhr, hier ist der Haftbefehl. Du wirst noch zu spät kommen, auf deinen Empfang, Vater. Die Gefahr war es. Wir wollten mehr Gefahr, mehr Spannung, mehr Aufregung, mehr Risiko. Mehr war es nicht, nur das. Wir haben zuerst nicht mal was mitgenommen, nur Scheiben eingeschmissen und dann... Was ernst macht, ich kann das einfach nicht erklären. Na, zuerst sagten Sie doch... Ja, das ist richtig, aber dann wollten wir was davon haben. Radios, Tonbandgeräte, sowas. In der Art, wissen Sie, nichts so Wertvolles, aber immerhin, es ließ sich zu Geld machen. Bei Henry, dem Hehler. Ja. Er sagte, ich weiß was Besseres für euch, was sich mehr lohnt und Spaß habt ihr auch dabei. Und dann hat uns der Hund erpresst. Ihr fliegt von der Schule, ihr kommt ins Zuchthaus, eure Eltern. Dann haben wir getan, was ihr verlangte. Ihr habt es getan. Und es hat euch Spaß gemacht. Bis zuletzt.
Henry ließ keinen Zweifel, dass er uns hochgehen lassen würde, wenn wir nicht tun, was er sagt. Wir saßen in der Falle. Wir waren sehr verzweifelt. Das ist die Frau des Mannes, den ihr ermordet habt, auch. Sie sitzt mit zwei kleinen Kindern da. Wollen Sie mal mit ihr reden? Weiter. Ihr hattet also nur Kontakt mit Henry? Ja. Er war der Einzige von der Bande, den wir kannten. Er übernahm von uns die LKWs mitsamt der Ladung. Wer dahinter steckte, das wussten wir nicht. Das wollten wir auch gar nicht wissen. Die Bande war gut organisiert, sehr gut. Die wussten genau, was an Lastwagen unterwegs war. Ja, und mit einem oder mit zwei Fahrern. Ob sie nachts oder am Tage fuhren. Na, weiter. Es lief alles ganz schief. Wir wussten nicht, dass noch ein zweiter Fahrer im Wagen war. Na, und der riss dann Horst die Maske herunter. Ich dachte, jetzt ist alles aus. Und da hast du geschossen? Ja, aus Angst, aus... Jetzt sag nicht aus Notwehr, du. Nein, es war Panik. Das volle Risiko bis zuletzt. Und dann nur noch Panik. Nur noch panisches Entsetzen überall. Horst gerät in Panik, ruft in der gleichen Nacht noch Henry an, sagt ihm, dass er nicht mehr mitmacht, dass er ihn auffliegen lässt, dass er ihn anzeigt. Henry gerät in Panik, verständigt Lageter. Der gerät auch in Panik, er schießt den Jungen. Ich habe Ihnen versprochen, zu helfen, den Mörder von Horst zu finden. Ich habe mein Versprechen gehalten. Ja, das hast du. Brigitte, wie kommst du denn hier? Woher weißt du überhaupt? Wer hat dir denn gesagt? Herr Lagerte,